Darf ein Arzt Patienten von der Warteliste für Organe streichen? Das ist Zielen, ich bin Hatti. Und das sind die Was geht ab Shorts. Seit 3 Jahren steht eine Frau aus Süddeutschland auf der Warteliste. Sie braucht eine neue Niere. Jetzt hat das Krankenhaus sie von der Liste gestrichen, aus reiner Willkür, meint die Frau und klagt. Seit 2002 ist sie regelmäßig auf Dialyse angewiesen. Das ist ein Verfahren, bei dem das Blut der Patienten gereinigt wird. 2012 entschied ihr Ehemann, eine seiner Nieren zu spenden. Dafür wäre eine Voruntersuchung notwendig gewesen. Der Leiter des Nierenprogramms an der Klinik glaubte, dass die Risiken zu groß seien, da die Frau so schwer krank sei, würde sie außerdem eh bald eine Spenderniere eines Hirntoten erhalten. Die Blutuntersuchung des Ehemannes kam also gar nicht erst zustande. Der war verärgert und schrieb mehrere E-Mails. Letztendlich drohte er, sich an die Kassenärztliche Vereinigung zu wenden. Der zuständige Arzt nahm daraufhin in Absprache mit Kollegen die Frau von der Warteliste. Er schrieb dem Mann, dass das Vertrauensverhältnis gestört sei. Die Frau solle sich an ein anderes Klinikum wenden und sich dort erneut auf die Warteliste setzen lassen. Der Arzt erklärte, dass die Frau dadurch keinen Nachteil habe. Die Wartezeit für eine neue Niere richtet sich nämlich nach dem Zeitpunkt der ersten Dialyse. Tatsächlich bekam sie dann 2013 eine neue Niere. Trotzdem verklagte sie das Klinikum, weil sie es als reine Willkür empfand, dass ein Arzt sie einfach von der Warteliste streichen konnte. Gestern begann der Prozess. Dem Urteil wird eine große Bedeutung zugesprochen, denn zum ersten Mal wird geklärt werden, wie Patienten auf der Warteliste die Entscheidungen der Mediziner überprüfen lassen können. Seit 1997 teilt ein Gesetz die Transplantationsmedizin in 3 unabhängige Bereiche auf. Die Deutsche Stiftung für Organtransplantation, kurz DSO, ist für die Organisation der Spende zuständig. Die Stiftung Eurotransplant vermittelt die Organe. Die Transplantationszentren übertragen dann die Organe auf den Empfänger. In Deutschland gibt es etwa 50 davon. Damit dieser Prozess angeleiert wird, muss der Patient hirntot sein. Das heißt, er hat keine Hirnfunktion mehr, aber sein Herz-Kreislauf-System wird noch künstlich aufrechterhalten. Meistens tritt der Herzstillstand vor dem Hirntod ein, sodass nur wenige als Organspender in Frage kommen. In Deutschland sterben jährlich etwa 400.000 Menschen. Bei ungefähr 1%, also 4.000 Menschen, tritt der Hirntod eher ein und nur sie kommen als potenzielle Spender in Frage. Damit die Organe gespendet werden können, muss eine Zustimmung des Verstorbenen vorliegen. Diese kann durch einen Organspendeausweis oder eine Patientenverfügung erfolgen. Ist der Wille des Verstorbenen unklar, müssen die Angehörigen entscheiden. Bei Krebs- oder HIV-Patienten ist die Organspende grundsätzlich ausgeschlossen. Bevor die Organe entnommen werden, überprüfen die Mediziner deren Funktionsfähigkeit. Eine Altersgrenze für die Organspende gibt es nicht. Eurotransplant hat aber ein Verfahren, nach dem ältere Menschen hauptsächlich Organe von älteren Spendern bekommen. Bei Kindern entscheiden bis zum 14. Lebensjahr die Eltern über eine Organspende. Organe, die gespendet werden können, sind Niere, Leber, Herz, Lunge, Bauchspeicheldrüse und Dünndarm. Auch Gewebe und Knochen können transplantiert werden. In einigen Fällen gibt es auch Lebenspenden. Dafür kommen hauptsächlich die Niere und manchmal auch die Leber in Frage. Dafür muss der Spender volljährig sein. Im letzten Jahr wurden zahlreiche Fälle aufgedeckt, bei denen Krankenhäuser Laborwerte gefälscht und Patienten bevorzugt hatten. Auch Fehler bei der Feststellung des Hirntods kamen ans Licht. Seitdem ist die Anzahl der Organspender extrem gesunken. Letztes Jahr gab es 2221 potenzielle Spender. Davon spendeten 876, also 40%, ein Organ. Es ist das erste Mal seit 10 Jahren, dass die Zahl der Spender unter 1000 liegt. Aber nicht nur die Zahl der Organspender, sondern auch die Anzahl derjenigen, die auf ein Organ warten, ist zurückgegangen. Momentan stehen knapp 11.000 Menschen auf der Warteliste. Pro Tag sterben 3 von ihnen, weil sie nicht rechtzeitig ein neues Organ erhalten. Seit Jahrzehnten standen aber immer 12.000 Menschen auf der Warteliste. Wie kommt es also, dass es jetzt 1000 weniger sind? Grund dafür ist, dass man jetzt nicht mehr so schnell auf eine Warteliste kommt. Da die Anzahl der Spender zurückgegangen ist, wägen Ärzte stärker ab, ob sie ihren Patienten auf die Liste setzen oder nicht. Gesünderen Patienten wird öfter eine andere Behandlung angeboten, was durchaus zu deren Vorteil sein kann. Transplantationen sind nicht immer die beste Lösung und sie sind für den Körper sehr belastend. Außerdem werden jetzt schwerkranke Patienten, die selbst mit einem neuen Organ nur geringe Überlebenschancen haben, seltener gelistet. Wenn ein Patient auf eine Warteliste möchte und vom Transplantationszentrum abgelehnt wird, kann er sich an ein anderes Transplantationszentrum wenden. Falls er auch da abgelehnt wird, hat er die Möglichkeit, dagegen zu klagen. Das ist aber bisher in Deutschland noch nicht vorgekommen. Darum wird das Gerichtsurteil der Frau aus Süddeutschland einen Präzedenzfall darstellen.
Habt ihr einen Organspendeausweis? Welche Gründe gibt es für euch, Organe zu spenden oder nicht zu spenden? Eure Meinungen in die Kommentare. Da drüben geht es zu 2 weiteren Videos. Unter mir könnt ihr abonnieren. Unter mir kommt ihr zu Texcalibur. Unsere Social Medias und unsere Kanäle verlinken wir euch natürlich in der Infobox. Das waren die Was geht ab Shorts und wir sind jetzt mal raus.